Der jüngste Stand der Forschung besagt, dass Cembalo sei vor ein bisschen mehr als 600 Jahren in Wien erfunden worden von einem Mediziner namens Hermann Pohl. Der war Astronom und Mediziner, und es gibt ein Dokument, in dem wird er beschrieben als ein Mann von guten Sitten, hochgeladen, und er hätte auch ein Instrument erfunden, das er Clavicembalum nennt. Und das ist der erste Beleg in der Musikgeschichte, in der der Terminus Cembalo vorkommt. Deshalb wird dieser Hermann Pohl, der ein Wiener ist, als der Erfinder des Cembalos bezeichnet. Und sehr interessant. Darauf sind die Österreicher immer sehr stolz. Naja, kann man ja auch sein. Ja, sofern das stimmt. Gell? Das ist halt die Quellenlage besagt, dass das so ist. Wo die Erfindung tatsächlich stattgefunden hat, kann man nicht wirklich beweisen. Es gibt keine Instrumente aus der Zeit. Das älteste Cembalo, das überlebt hat, ist italienischer Herkunft, stammt aus dem Jahr 1515. Ja. Und alles, was vorher ist, da muss man sich auf das verlassen, was an Quellenmaterial vorhanden ist, und ein bisschen was an Bildmaterial, also in Schnitzwerken in den Kirchen zum Beispiel oder auf bildlichen Darstellungen findet man immer wieder Instrumente, die sehr viel älter sind als die Instrumente, die überlebt haben. Also wo die Erfindung tatsächlich stattgefunden hat, das liegt im Dunkeln noch. Möglicherweise war das irgendwo in Burgund, im heutigen Frankreich. Dort gibt es zumindest Quellen, die sehr weit zurückreichen. Eine Hobischorten muss so dünn sein, dass man Zeitung lesen kann, wenn man es auf ein Papier drauflegt. Ja. Also wenn ein Resonanzboden geholt wird, da kriegt man kistenweise Späne. Der reinste Christbaumschmuck ist das dann meistens. Jetzt wird gerade eine Cembalo-Seite vorbereitet. Das Material kommt auf Rollen in Metavor von einem Erzeuger, der das speziell für diesen Zweck herstellt. Es ist kein moderner Klavierstahl, sondern ein viel weicheres Material. Und das wird dann mit einer Seitenöse versehen. Dazu gibt es eine kleine Maschine, die Ösen dreht. Wird eine sogenannte Zopföse gemacht mit der Hand. Und die wird natürlich für jeden einzelnen Ton zu machen. Das heißt, das haben wir über 180 Stück bei so einem großen Instrument. Diese Stimmwirbel, die werden auch alle bei uns hergestellt. Der Stimmwirbel ist nichts anderes als ein Stück 4 mm Stangendraht. Der wird einfach vom laufenden Meter runtergeschnitten auf die passende Länge, je nachdem für welches Instrument. Der Klavikorden meistens ein bisschen kürzer, aber für das Cembalo hat er in etwa 50 mm, ein bisschen mehr. Dann wird er eingespannt und kriegt einmal einen leichten Konus verpasst unten. Anschließend macht man mit der Feile also ein leichtes Gewinde. Das hat den Zweck, dass er ein bisschen aufgeraut ist und besser sitzt im Stimmstock drinnen. Und andererseits kann man leichter aus dem Stimmstock entfernen, wenn man die Seiten einmal wechseln muss, weil er nicht stecken bleibt, sondern eben, wenn man gegen einen Uhrzeigersinn dreht, von selber aus der Bohrung rauskommt, ohne dass man die Bohrung dann beschädigt. Diese Rosette, das war traditionell immer so eine musizierende Engelsfigur. Die war sozusagen die Signatur. Also zum Beispiel bei flämischen Instrumenten in Antwerpen im 17. Jahrhundert
Da gab es eine Malergilde, das was heute die Innung ist. Dort waren die Cembalobauer Mitglied. Und die waren verpflichtet, dass die Instrumente signieren, damit man die Herkunft nachweisen kann. Weil es hat ja welche gegeben, die haben zum Beispiel keinen Meisterbrief gehabt. Die hätten eigentlich nicht arbeiten dürfen. Vorkommen, da existieren heute noch Gerichtsakten. Da sind die Meister aufmarschiert in der Werkstatt bei diesen sogenannten Störern und haben Werkzeug und Holz konfisziert, wenn die keine Genehmigung gehabt haben. Und deshalb haben die dann eben im Instrument diese Signatur drinnen gehabt, das waren die Initialen. Also bei mir ist das ein M und ein P. Eine Klaviaturtafel aus Lindenholz, das zusammengeleimt aus mehreren Brettern. Da ist dann die Führungsleisten für die hintere Tastenführung. Das ist jetzt die fertig eingehängte Klaviatur. Die Springer sind alle bereits eingepasst gewesen, werden jetzt nur mehr nur eingesetzt. Jeder hat seinen eigenen Platz, die sind natürlich auch nummeriert, weil jeder Kiel ein bisschen eine andere Länge hat und individuell zugeschnitten ist. Das ist das, was man beim Cembalo intonieren nennt. Das sind eben diese zwei 8-Fuß-Register, die haben gleiche Tonhöhe, aber unterschiedliche Klangfarbe. Die kann man entweder gemeinsam spielen oder jeden für sich. Also entweder ein Register, das andere klingt einfach ein bisschen anders, weil der Anzupfpunkt der andere ist, oder eben beide gemeinsam. Wenn man langsam die Tasten drückt, dann hört man das auch, dass das zwei Töne sind. Die müssen auch hintereinander zupfen, nicht gleichzeitig. Das ist ganz wichtig für das Spielgefühl vorn an den Tasten. Sonst wird das zu sperrig. Und kein neues Elfenbein, weil das ja ein sehr umstrittenes Material ist mittlerweile, wegen dem Artenschutz, klarerweise. Aber die sind kannibalisiert von Sperrmüllklavieren. Ich werde immer wieder informiert, wenn jemand ein Klavier loswerden will. Die meisten Leute sind froh, wenn sie nicht zahlen müssen für den Transport. Ja. Dann wird das abgeholt und die Teile, die brauchbar sind davon, die meisten Klaviere sind total schaden und werden deshalb weggeworfen. Aber es ist interessantes Holz drinnen und es ist zum Beispiel Elfenbein drinnen oder auch das Ebenholz von den Obertasten, das man wieder verwenden kann. Schön. Und ich finde es schade, wenn es einfach zerstört wird. Also da habe ich keine Bedenken, wenn ich in Zweitverwendung ein Elfenbein verwende, aber das ist nicht. Sonst kommt es nicht in Frage, braucht man auch nicht. Ja. Was ist es sonst? Rindsknochen werden ganz häufig für Obertasten verwendet. Oder es gibt so viele verschiedene Hölzer, die man statt Elfenbein oder Knochen verwenden kann. Im Cembalobau und Orgelbau hat man meistens auch die Hölzer verwendet, die in der Gegend vorkommen. Also es gibt sehr viele Orgeltastaturbelege, die sind aus Zwetschgen gemacht zum Beispiel. Dichtes, hartes Holz. Ja. Ja, ganz robust und widerstandsfähig. Da spielen wir schon ein paar Jahrhunderte drauf. Das ist ein Springerrechen, der ist beweglich, der obere. Mit dem kann man die Mechanik ein- und ausschalten. Wenn ich den jetzt ein bisschen nach rechts schiebe, dann schlupft der Kiel unter die Seite. Wenn er steht hinten lose auf der Taste, kann man jederzeit einfach ausziehen. Das wird dann zum Macher für 180 Töne. Die Springer alle einbauen, wird der Kiel geschnitten, genau auf die richtige Stärke, auf die richtige Länge. Ja, also da wird jeder einzelne Ton wird individuell behandelt.
bis dass er wirklich passt. Dass die Stärke, also die Anschlagstärke und die Lautstärke mit den Nachbartönen einigermaßen übereinstimmt. Wie lange brauchen Sie zur Fertigstellung eines derartigen Instrumentes? Also für so ein großes Instrument mit 5 Oktaven, 2 Manualen und 3 Registern rechne ich in etwa ein halbes Jahr Arbeitszeit, bis es wirklich fertig ist. Da liegt am Anfang immer ein Haufen Holz da und sonst nichts. Und am Schluss, also nachdem wir eben wirklich fast alle Teile selber anfertigen, geht eben eine Menge Zeit rein. Das ist eben der Cembalo Springer, das ist eine Holzleisten. Die ist oben so gabelartig ausgeschnitten und in diesem Ausschnitt ist ein sogenanntes Zünglein drinnen befestigt auf einer Achse. Das hat seitlich da eine Bohrung mit einem Stift durch und über diese Achse ist das Zünglein beweglich und in dem Zünglein steckt der sogenannte Kiel oder das Plektrum, das die Saite zupft. Wenn der Springer jetzt nach oben bewegt wird, wird die Saite gezupft vom Kiel. Wenn er nach unten fällt, kann das nach hinten ausweichen, damit es eben wieder vorbeigeht. Damit dieses Zünglein aber wieder in der Ruheposition vorne ist, wie es gehört, ist hinten eine Rückholfeder eingebaut. Das ist dieses schwarze Teil, das ist ein Schweinsborsten in dem Fall. Das hat man seit Jahrhunderten verwendet, hat sich sehr bewährt. Das ist nur anfällig gegen Insektenbefall, aber ansonsten. Es kommt manchmal vor bei alten Instrumenten, dass man sieht, dass die von den Kabinettkäfern oder von den Motten zerfressen sind, da muss man es austauschen. Es ist ein Verschleißteil, das ist nur eingesteckt, einmal ums Eck, damit es nicht wegrutscht. Und das kann man jederzeit erneuern, genauso wie den Kiel oder den Dämpfer. Der Dämpfer ist nur ein Stück durch, das eben in einem ausgesägten Schlitz drinnen steckt. Es wird mit einer Zange genau reguliert, damit es passt. Und das schlagt sich mit der Zeit natürlich ein bisschen aus und dann kann man es tauschen. Das sind die sogenannten Zünglein. Das sind Teile vom Springer, von der Mechanik des Cembalos. Und die werden aus so einem Brett runtergeschnitten. Moment einmal, das Brett muss ich noch mal zeigen. Ja, das ist jetzt sozusagen der Rohling davon, ja. Der war bei uns natürlich hergestellt wird. Und bis so ein Zünglein tatsächlich in dieser Form da liegt, sind das 8 oder 9 Arbeitsschritte. Da wird ein Brett einmal gehobelt, dann wird es abgeschnitten auf diese Länge, die knapp 30 mm, dann wird es oben und unten schräg geschnitten, dann wird hinten da eine kleine Nut gefräst. Dann werden die Zünglein auf die richtige Breite runtergeschnitten, auf 4 mm genau, damit sie wirklich passen im Springer. Dann werden sie nach hinten gefräst für die Nut, für das Federl, für die Bursten. Und dann werden sie noch gestanzt. Und zwar genau da in dieser Ausnehmung, wo dann der Kiel drinnen steckt. Und wenn das Zünglein einmal so weit ist, dann kann es eingebaut werden in den Springer. Das machen wir jetzt da auf der Bohrmaschine. Da wird der Springer auf diese Vorrichtung aufgesetzt. Und dann ist das da so eingespannt. Und dann wird das Zünglein mitsamt dem Springerkörper gleichzeitig gebohrt. Dann wird es abgelegt, da herunten. Und zwar so, dass die Teile immer schon paarweise beieinander bleiben. Falls kleine Abweichungen beim Bohren passieren, dann. Jetzt wird da innen die Bohrung noch ein bisschen versäubert mit dem Skalpell. So, jetzt kommt das rein. Sehr gut. Das ist mir davon gesprungen. Ach Gott, da geht auch noch eine Tür auf. So. Ist die Tür jetzt offen? Jetzt ist der einmal drinnen und dann wird noch die Borsten eingesetzt. Die liegt da herum.
Stift wird noch eingeschlagen dann, dass er wirklich sitzt. Der wird bohrt, ein bisschen seichter als die Länge des Stiftes ist, damit er dann, wenn man diese 1,5 mm nur einschlägt, ein bisschen sitzt und nicht von selber auswandert. Kommt nämlich manchmal vor, dass dann im Laufe der Nutzung der Stift sich zu bewegen anfängt, wenn er nicht wirklich befestigt ist. Deshalb bohre ich nicht durch, sondern nur ein Stück rein und das letzte wird dann einfach ins Holz geschlagen. Und dann halt er. Freude schöner Götterfunke, schmilzt die Hirne wie den Stahl. Global Player sind ganz trunken, die Bilanz ist maximal. Reich und schön mit viel Geflunke, Lobbyismus der bestimmt. Die Connection führt nach oben, die Bestechlichkeit gewinnt. Totgejammert sind die Zeiten. Umso mehr wird spekuliert, Staaten suchen Heil in Pleiten, das System ist demoliert. Armut, Krankheit, Kindersterben, Dummheit, Terror, Weltenbrand. Doch die Menschheit ist in Ordnung, die Moral bestimmt die Bank. Vorrangig interessieren mich zeitaktuelle Themen. Gegenwärtig sind wir ja in einer Finanzkrise, in der vieles hinterfragt wird. Meine Texte dazu sind natürlich satirisch gemeint, weil die normale Sicht, die von den Medien gebracht wird, die kennt ja jeder. Ich glaube daher, dass durch Überhöhung in einer Parodie oder durch eine Groteske die Wirklichkeit bewusster gemacht werden kann. Meiner Meinung nach wird man aufmerksamer, wenn etwas verzerrt ist, wenn es nicht der Normalität entspricht. Alles, was vom üblichen Denken und Empfinden abweicht, erscheint neu und damit interessanter. Zuerst steht der Inhalt, also die Botschaft, und sekundär ist das Medium, die Sprache, und auch die Darstellung. Ja, nachdem ich als Pensionist nicht nur so in den Tag hineinleben will, sondern meinen Freiraum auch irgendwie sinnvoll gestalten will und vor allem etwas anders tun will als in meinem vergangenen Berufsleben, so bin ich eben auf das Schreiben von Texten gekommen, was ich aber auch davor schon gerne gemacht habe. Lyrik, Sketches, Liedertexte, Geschichten, sogar Märchen. Eigentlich nicht sehr gerne. Ich mache das nur vorläufig, weil niemand anderer meine Texte umsetzt.
Danke. Wir sind so schick und werden immer schicker und hochbeglückt, wenn wir noch mehr verrückter. Wir sind toll drauf und keiner soll verlieren nach dem Prinzip, der Mensch, der muss nach oben gieren. Wir sind gescheit und werden noch gescheiter, entwickeln uns und auch den Erdball weiter, spekulieren mit Papieren, unsere Gene sind genial, maximieren virtuelles Leben Gigabyte sozial. Wir haben Übersicht und übersehen gerne den Lauf der Welt in Nähe und in Ferne. Für Weitsicht tragen wir die Linsen, die elastisch. Unsere Zukunft scheint in Blutrot, Rosa, höchst fantastisch. Wir werden reich und immer reicher, digital genormt und immer gleicher. Es registrieren Chips, was wir in unseren Därmen spüren, und ein Programm wird uns bald in den Himmel führen. Wir sind vernetzt und werden uns noch mehr vernetzen. Und die zuletzt, die sollen dafür hetzen. Gerecht verteilt ist alles auf dem Globus, besonders das, wenn oben wer aufs Klo muss. Wir, die Krone eigener Schöpfung, leiden nie an der Erschöpfung unseres Geistes. Und so heißt es, ab ins Chaos und das blind. Wichtig ist, es geht geschwind, schneller als der Blitz sind allzumal des Menschen Tricks. Wumba, 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 dumba, 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 in der Nahrungskette oben kann man richtig sich austoben. Seitdem wir auf Erden anschaffen, gehört uns die Spitze am Stammbaum der Affen. Sind wir die Sieger im Gaffen und Raffen, in der Fellpflege mit Polstern und Straffen. Und zu oberst stolziert man in Schlaraffenmontur. Doch zu unterst knackt man sich Läuse nur. Wir tanzen glückhaschend auf schwankenden Ästen und wählen einfältig unsere Allerbesten, unsere Dompteure, die uns Wohlstand versprechen und feiern die Charmeure, zahlen ihre Zechen. Und jene, welche bei der Eitelkeit schon gewinnen, können am besten anderen in den Rücken springen. So haben wir schon viel durchlichtet und gesichtet. Es wurde manches richtig, viel auch falsch gewichtet. Vor uns lässt sich nichts mehr statistisch verbergen. Wir erklären unsere Abstammung aus Scherben. So turnen wir weiter durchs Geäst als Schnäppchenjäger, plappernd, jagend, klagend und verstresst ein jeder. Immer dünner sind die Lianen, an denen wir schwingen, nach Selbstherrlichkeit und Börsengewinnen. Sie sind bald saftlos, kraftlos und reißen, sei es, ob wir uns gegenseitig zu viel beschmeißen, bescheißen. Doch was bleibt uns übrig im Urwald mit den vielen Griffen? Jetzt wird weiter geschwungen und nicht gekniffen. An Warenbörsen wird viel spekuliert, mit Getreide, Zucker, Kupfer und auch Eisen. Parasitäre Gier, die zirkuliert und profitiert von ständig wechselnd Preisen. Ganz hektisch geht es deshalb zu, Millionenwerte wechseln so im Nu. Man handelt rücksichtslos und taktisch, nur für die eigene Börse praktisch. Mit Rohkaffee und Sojabohnen, mit Öl und auch mit Schweinehälften soll sich's lohnen. Computer spekulieren gegenseitig im Sekundentakt. Die Gier wird mathematisch maximiert, solange die Welt noch ist intakt. Und das deshalb.
so manche Hungerleiden, na, das lässt sich nicht vermeiden. Der kleine Mann darf auch mal spekulieren, doch allzu leicht könnt er sich irren. Hätte ich Appetit auf diesen Parmaschinken. Ah, du meinst das Schweinebein. Komm, geben wir davon ein wenig in die Mikrowelle. Zum Essen auf die Schnelle. Nein, nein. Dieses kostbare Bein liegt sicher in der Tiefkühltruhe. Das Bein braucht Ruhe. Ach, das Bein ist doch für uns zum Essen. Das kannst du vergessen. Man kann das Bein nicht einfach so verzehren. Ich habe entdeckt, ein Schweinebein kann höhere Werte unverspeist bescheren. Ach was, es ist doch bloß ein ganz gewöhnlich Schinkenbein, das tiefgefroren. Den Wert schmeckt man erst dann, wenn es gegrillt oder gegoren. Ich als Tiefkühlbeinbesitzer meine wohl, dass es ein Witz wäre, wenn du mir das Bein verspeist, weil der Wert desselben ist nach oben hin entgleist. Heißt das etwa, du willst spekulieren, weil an Börsen Schweinepreise explodieren? Ich erkenne nur haarscharf die weltweite finanzielle Lage, die Wertsteigerung, die ich bald im Beine habe. Also bleibt das Bein im Eis, bis er sinkt, der Preis? Weiter muss man jetzt sogar noch warten auf die schlechten Zeiten, denn da könnte ja mein Bein bei Weitem Goldeswert noch übersteigen. Und wir würden wohl bis dahin Hunger leiden. Beneiden werden uns die Parmaschinken-Schweinebeine losen, denn mein Schweinebein wird wertvollst dann in winzigst Dosen. Das Ablaufdatum würde doch verfallen und der Müllabfuhr und den Ratten würd's gefallen. Das Ablaufdatum, das kann man schieben. Ich meine, ich möchte nicht betrügen, aber wenn bei minus 30 tiefgefroren, na, da geht in 100 Jahren nichts verloren. In 100 Jahren kommt synthetisch Fleisch, geschmackverstärkt aus den Chemiefabriken, und Schweineleichenteile werden dann wohl niemand mehr entzücken. Ich bin geschäftlich doch kein Tor. Konsequent strategisch gehe ich vor. Das Bein werde ich ins Netz reinstellen. Dann wird sich auch dein Blick erhellen. Und man kann ja ganz leicht den Kurs forcieren. Man braucht ja nur im Wirtschaftsteil von Zeitungen annoncieren. Und mit Promotion werde ich in allen Medien den Schweinebeinepreis hochpushen. Ja, ja. Und wir werden inzwischen stattdessen unsere Finger lutschen. Und die Folge wird dann sein, dass für unseren Kühltresor nicht das Schloss genügt als wie zuvor. Es lohnt sich nicht. Gut, gut, da gebe ich das Bein zur Bank, die sich dank des nublen Wertes Fleischbank nennen darf. Also ich finde das höchst bedenklich. Wenn das Fleisch scheinbar unendlich börsenmäßig zirkuliert und nur noch Konten auffettet und den Speiseplan halbiert. Die Nase wird in jeder rümpfen vor der Bank, wenn herausweht peinlicher Gestank. Ach, peinlich, peinlich war Gestank den Banken nie. Feiern wird man mich als ein Finanzgenie. Bei Banken zählen lediglich die Zahlen. Umsatz, Bonis, nicht die Umstände, die banalen. Und überdies ist es gewiss,
Der beste Duft, der strömt aus hochverzinstem Kapital, vor dem man kniet doch überall. Und wenn dann diese Schweineblase platzt? Was? Ich meine, wenn diese Parmaschinken-Schweinebeine-Blase platzt, dann ist auch der Genuss daran verpatzt. Es lohnt sich sicher nicht. Selbstverständlich lohnt es sich, denn mein Bein, ich meine das vom Schwein, bringt doch mehr Zinsen als so ein bloßes Spekulieren mit irgendwelchen Linsen. Es ist fatal, als Kapital ein Schweinebein und dann noch Zinsen für die Schweinereien. Der Volkswirtschaft wird das nichts nützen, so muss der Staat die Banken ewig stützen. Man darf doch nicht Dividenden aus Schweinebeinen schütteln. Die Wirtschaft wird man höchstens so zerrütteln. Allein mit Aktien aus der Wirtschaft wird die Zukunft einsam sein. Man muss doch irgendwie die weltweit Schulden tilgen, die einen Geldschein stapeln, bis zum Mond schon bilden. Wer soll denn die Pensionen sichern und Soziales leisten? Am allermeisten kann man das mit realen Werten tun. Und das ist eben heutzutage ein Bein vom Schwein. Soll sich jetzt ein jeder ein kühles Bein in Ehre halten, nicht verspeisen, nur eineisen, zur Wertsteigerung für später? Seien wir doch ehrlich! Auf Konten veranlagtes Kapital ist bedroht, ganz gefährlich. Wir müssen uns überwinden, als treue Bürger das Essen von Schweinebeinen verhindern. Wir müssen den Staatshaushalt stützen mit allen verfügbaren Beinen, auch wenn es die sind von Schweinen. Menschen lernen selten aus der Geschichte und die Geschichte des Nazi-Regimes bildet keine Ausnahme. Aber man muss sich fragen, warum der berühmte Schlussstrich selbst nach so vielen Jahren offensichtlich nicht gezogen worden ist. Das Interesse an diesem spezifischen Völkermord hat eher zugenommen als abgenommen. Furchtbare Verbrechen wurden auch anderswo verübt, nicht nur in den KZs und nicht nur von Deutschen. Und das unsinnige Morden hat ja auch in diesem Jahrhundert nicht aufgehört. Aber das ist keine Entschuldigung oder gar eine Erklärung für den Massenmord, von dem wir hier sprechen. Es gibt weder Entschuldigungen, noch gibt es Vergleiche. Und glauben Sie mir, es handelt sich hier nicht um einen Wettbewerb um den ersten Preis. Es wäre absurd zu behaupten, dass ein Opfer mehr gelitten hat als ein anderes. Beim Holocaust ging es weder um Macht, noch ging es um Territorien. Juden hatten keine Territorien. Noch waren Juden organisiert, um die Welt zu regieren, was man so gerne als quasi Vorwand für Antisemitismus anbringt. Es gibt schlechthin nichts Unorganisierteres als Juden, das können Sie mir glauben. Der Holocaust hat ganz einfach keine Präzedenz. Er war total, global, rein ideologisch und hatte seinen Ursprung in einem der zivilisiertesten Länder Europas, zu dessen Kultur Juden Unermessliches beigetragen haben.
In Berlin gibt es ein Museum, das davon Zeugnis ablegt. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden alle Menschen, die von 3 oder 4 jüdischen Großeltern abstammten, zum Tode verurteilt. Die Geburt war die Todsünde. Hitler hat den Antisemitismus nicht erfunden. Kaiser Wilhelm II. Schrieb im Sommer 1927, die Presse, Juden und Mücken sind eine Pest, von der sich die Menschheit so oder so befreien muss. Ich glaube, das Beste wäre Gas. Also Antisemitismus ist Jahrhunderte alt. Und wir wissen auch, wer eine besondere Rolle dabei gespielt hat, diesen unsinnigen Hass quasi zu legitimieren. Wir Überlebenden haben die Aufgabe, dazu beizutragen, dass niemals vergessen werden darf, auf welchen Tiefpunkt eine zivilisierte Gesellschaft sinken kann, wenn jeder Begriff von Moral abhanden gekommen ist. Und die Aufgabe der Generationen, die damals noch gar nicht auf der Welt waren, ist es, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Schuldgefühle sind ja verständlich, aber entbehren jeder Logik und sind eine Belastung, die nur Negatives erzeugen kann. In Deutschland hat man nach dem Krieg geschwiegen, entweder aus Scham oder aus Schuld, ganz gleich. Die Dimensionen der Untaten waren so enorm, dass sie gar nicht zu fassen sind. Wie kann man verlangen, dass nüchterne Ziffern, auch wenn sie 7-stellig sind, der Nachkriegsgeneration auch nur annähernd vermitteln können, was das Wort Holocaust in Wirklichkeit bedeutet hat? Was einzelnen, ganz normalen Familien widerfahren ist, weil man Jude oder Zigeuner oder was sonst für ein Untermensch war. Sicher, auch damals gab es Helden. Es gab Helden auf beiden Seiten, aber diese Helden waren still. Sie haben nicht Sieg heil geschrien. Denen war es nicht um Rassenreinheit zu tun. Es ging schlicht und einfach um Menschenwürde. Es ist viel über KZs geschrieben worden und ich kann da wohl kaum Neues hinzufügen. Ich will einfach kurz erzählen, wie es damals war, als Jude in Deutschland zu leben, denn mit einem Einzelschicksal kann man sich eventuell identifizieren. Ich bin 1925 in Breslau, jetzt Wroclaw, geboren. Mein Vater war Rechtsanwalt und Notar am Oberlandesgericht. Meine Mutter spielte ausgezeichnet Geige. Wir waren 3 Töchter, ich war die Jüngste. Wir lernten alle ein Instrument spielen und ich spielte Cello. In unserem Hause wurde sehr viel musiziert. Mein Vater interessierte sich sehr für Sprachen und er war der Ansicht, dass der Mensch so viel Seelen besitzt, wie er Sprachen beherrscht. Heute weiß ich, dass er damit recht hatte. Es gab bei uns eine Regel, dass am Sonntag ausschließlich Französisch gesprochen wurde. Und ich fand das einfach lächerlich. Und ich machte an Sonntagen nie den Mund auf. Aber ich kann Französisch. Unser Zuhause war sehr harmonisch. Wir waren eine typische deutsche, jüdische, assimilierte Familie. Das Jüdische war überhaupt nicht betont. Aber ich erinnere mich, dass meine Eltern wenigstens zu den hohen Feiertagen in eine Synagoge gegangen sind. Ich habe immer insgeheim bedauert, dass es mir nicht möglich war, wenigstens ein klein bisschen Tradition an meine eigenen Kinder weiterzugeben. Aber der Bruch zwischen meinem ersten und meinem zweiten Leben war zu radikal. Die ersten antisemitischen Bemerkungen hörte ich von meinen Mitschülern in der kleinen Privatschule, die ich besuchte. Ich war wohl damals 8 Jahre alt, aber es ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich wollte die Tafel abwischen und ein Kind sagte, gib dem Juden nicht den Schwamm. Ich erinnere mich auch, dass Kinder mich auf der Straße anspuckten und dreckiger Jude nannten und ich verstand überhaupt nicht, was da eigentlich los war. Und ich war sehr neidisch auf alle Kinder, die nicht dieses mysteriöse Stigma hatten. Von diesen Unannehmlichkeiten abgesehen schien das Leben aber durchaus angenehm und es war unvorstellbar, dass es nicht ganz einfach so weitergehen sollte. Aber plötzlich verschwanden Leute spurlos. Auf einmal durfte man nicht mehr ins Schwimmbad gehen. Und mehr Schilder erschienen an den Türen öffentlicher Plätze mit den Worten Juden unerwünscht. Die Verschlimmerung der Lebensbedingungen für Juden verzog sich aber so allmählich, dass überoptimistische Menschen sich eventuell einreden konnten, eine Gefahr bestehe gar nicht.
Leider gehörte mein Vater zu diesen Optimisten, immerhin. Er war davon überzeugt, dass dieser Unsinn bald aufhören würde. Die Deutschen können doch ganz einfach diesen Wahnsinn nicht mitmachen. Aber es gab ständig neue Gesetze. Frauen mussten den Namen Sarah und Männer den Namen Israel zusätzlich annehmen. Radios mussten abgegeben werden. Fahrräder mussten abgegeben werden. Und unzählige andere Schikanen folgten. Sogar bei uns begann man von Auswanderung zu sprechen. Aber wohin sollte man gehen? Wie kann man die nötigen Papiere beschaffen? Es ist schwer, sich heute vorzustellen, wie schwierig es in Wirklichkeit war, dies in eine Tat umzusetzen. Denn von deutscher Seite gab es unendliche Schikanen. Es wurde eine Judenvermögensabgabe sowie eine Reichsfluchtsteuer verlangt, bevor man Erlaubnis bekam, Deutschland zu verlassen. Und wenn man das alles beisammen hatte, bekam man eine Unbedenklichkeitserklärung. In anderen Worten, wenn man weg wollte und konnte, musste man zahlen. Und dann kam natürlich das zweite Problem. Einwanderung, wie immer in solchen Fällen, wurden Einwanderungsbedingungen in andere Länder schwieriger und schwieriger. Grenzen schlossen sich. Auf unseren Pässen war ein großes J für Jude gedruckt. Und welches Land will schon von Flüchtlingen überrannt werden? Der Beruf meines Vaters war natürlich auch ein Riesenhindernis. Wie soll man sich als deutscher Rechtsanwalt im Ausland das Leben verdienen? Das Problem schien absolut unlösbar. Allerdings ahnte man damals noch nicht, was noch alles bevorstand. Und dann kam der 9. November 1938, die sogenannte Reichskristallnacht. Sie fand vor genau heute, vor 71 Jahren statt. Um die Zusammenhänge besser zu verstehen, müssen wir eigentlich noch 5 Jahre zurückgehen, bis 1933. Sebastian Haffner schreibt Folgendes. Ende März fühlten die Nazis sich stark genug, um den ersten Akt ihrer wirklichen Revolution zu starten. Eine Revolution, die sich gegen die Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens auf dieser Erde richtet und die, wenn sie unbehelligt bleibt, ihre Höhepunkte noch immer vor sich hat. Der erste schüchterne Akt war der Judenboykott vom 1. April 1933. Beim Tee auf dem Obersalzberg beschlossen Hitler und Goebbels, dass sämtliche jüdische Geschäfte am 1. April boykottiert werden sollen, sowie auch alle jüdischen Anwälte und Ärzte. Um eine Art Augenschein zu konstruieren, hatte man noch für nötig gehalten, den Reichstag abbrennen zu lassen. Zugleich setzte ein großer Aufklärungsfeldzug gegen die Juden ein. Die Deutschen wurden aufgeklärt. Dass sie in einem Irrtum unterlegen seien, wenn sie Juden bisher für Menschen gehalten hätten. Juden seien vielmehr Untermenschen, eine Art Tiere mit den Eigenschaften von Teufeln. Jeder fühlte sich auf einmal bemüßigt und berechtigt, sich eine Meinung über Juden zu bilden. Man machte feine Unterschiede zwischen anständigen Juden und anderen. Man untersuchte, ob der prozentuale Anteil der Juden an der Mitgliederzahl der Kommunistischen Partei nicht zu hoch und an der gefallenen Zahl des Weltkriegs etwa zu niedrig sei. Tatsächlich auch dieses Letztere habe ich erlebt, schreibt Sebastian Haffner, und zwar von einem Mann, der sich zu den gebildeten Ständen rechnete und einen Doktortitel führte. Also, das war der schüchterne Anfang, der erste Streich. Der zweite folgte nicht sogleich, 5 Jahre später, 9. November 1938, die Kristallnacht. Ich weiß, dass man es heute erstes Pogrom nennt. Kristallnacht klingt eher wie eine Festlichkeit. Es war der Meilenstein dafür, was noch kommen sollte. Ich war damals hier in Deutschland und kann mich gut daran erinnern, ich war in Berlin. Denn in Breslau gab es keinen jüdischen Cellolehrer mehr und ein Arischer hätte nicht den Mut gehabt, ein jüdisches Kind zu unterrichten. Ich war damals 13 Jahre alt. Ich ging am nächsten Morgen auf die Straße und sah die Verwüstung. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie das damals ausgesehen hat. Vielleicht ist heute nicht mehr unbedingt bekannt, wie es eigentlich zu diesem ersten Pogrom gekommen ist.
Ein Angestellter in der deutschen Botschaft in Paris wurde erschossen, und zwar von einem jungen Mann namens Herschel Grünspan. Er war Jude, und was genau diesen jungen Mann dazu veranlasst hat, das zu tun, was er getan hat, war Folgendes. Alle Juden polnischer Nationalität wurden 1938 aus Deutschland ausgewiesen und nach Polen zurückverfrachtet. Viele dieser Menschen hatten niemals in Polen gelebt und sprachen nicht Polnisch. Sie überquerten die Grenze bei Nacht und fanden sich in einem wirklichen Niemandsland. Die Deutschen haben sie rausgeschmissen und die Polen wollten sie natürlich nicht haben. Also was jetzt? Herschel Grünspans Eltern waren unter diesen Menschen und der aufgebrachte junge Mann, er lebte damals in Paris, ging wutentbrannt in die deutsche Botschaft und erschoss den ersten Mann, der ihm in die Quere kam. Dieser Mann hieß Herr vom Rat. Es ist mehr als zweifelhaft, dass der durchschnittliche Deutsche überhaupt wusste, um wen es sich damals gehandelt hat. Aber, und ich bezweifle, dass sein Name überhaupt bekannt war, aber dieses Ereignis löste eine spontane Volkswut aus. So sagte damals die deutsche Presse. Es diente als Vorwand und Begründung, die niedrigsten Instinkte gehirngewaschener Raudis auszulösen, die damals im Namen der Regierung handelten. Synagogen wurden niedergebrannt, jüdische Geschäfte wurden demoliert und geplündert. Das empörte Volk drang auch in Privatwohnungen ein und demolierte sie und plünderte auch dort. Die Mehrzahl der Männer wurden damals verhaftet und das Wort Konzentrationslager wurde zum Begriff. Im Grunde war es eine Art Generalprobe für das, was daran folgte. Wie weit können wir gehen? Die Begeisterung, mit der die Nazi-Pöbel verteidigungslose Menschen angriff, war eine Art grünes Licht. Von diesem Tage an wusste man, dass der Verfolgung der Juden keine Grenze gesetzt war. Als es meinen Eltern klar wurde, dass an einer Auswanderung mit der intakten Familie ein Wunschtraum ist, versuchten sie verzweifelt, wenigstens uns Kinder zu retten. Meine Schwester Renate sollte bei einem Pfarrer in England aufgenommen werden und ich selbst war drauf und dran, nach Paris zu gehen, was natürlich letzten Endes auch keine Rettung bedeutet hätte. In einem Brief meines Vaters vom 26. August 1939, also 4 Tage vor Kriegsausbruch, schrieb er Folgendes. Nun ist ja mit einem Schlage alles verändert und durch die Ereignisse längst überholt. In Berlin erhielt ich noch einen Brief mit einer persönlichen Garantie für Anita. Überholt. Und heute früh kamen die beiden Unbedenklichkeitsbescheinigungen für Renate und Anita. Alles überholt. Um uns brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Sollte die Postverbindung eines Tages aufhören, so wird man Briefe wahrscheinlich über neutrale Länder leiten können. Renate und Anita sind jetzt unsere Sorge. So unmittelbar am ersehnten Ziel wieder alles fallen lassen zu müssen, das ist bitter. Ich gebe bei England noch nicht ganz die Hoffnung auf, dass Permits und Visas über neutrale Konsulate geleitet werden. Aber schließlich ist alles Persönliche heute unwesentlich gegenüber der Frage, was wird aus Europa werden? Und ich selbst schrieb, hoffentlich habe ich noch Gelegenheit, eine Antwort auf meine Briefe von dir zu bekommen. Aber es ist ja jetzt alles so unwesentlich. Hoffentlich ist alles noch zu bewenden. Es war nichts mehr zu bewenden, der Krieg brach ein paar Tage später aus und damit war alle Hoffnung verloren. Wir waren endgültig gefangen. Das tägliche Leben wurde immer schwieriger, Lebensmittel wurden rationiert, Juden hatten ein J auf ihren Karten und durften nur zu bestimmten Zeiten einkaufen. Nach 8 Uhr abends durfte man nicht mehr aus dem Haus gehen und zurück ins Mittelalter. Wir mussten den gelben Stern auf unserer Kleidung tragen. Die Deportationen begannen nun im Ernst. Meine Eltern wurden am 9. April 1942 deportiert. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ich war damals 16 Jahre alt. Am 19. Juni 1945, 2 Monate nach der Befreiung, schrieb ich folgenden Brief an meine Schwester Marianne nach London und ich will ein paar Abschnitte daraus lesen.
Wir wussten einen Tag vorher, dass es die Eltern nun ereilen wird. Mutti hat viel geweint, denn sie hat wohl instinktiv gefühlt, dass es nun dem Ende zugeht und dass sie uns zum letzten Mal sieht. Nun muss ich dazu fügen, dass wenn wir es mit aller Macht darauf angelegt hätten, mit den Eltern mitzugehen, wir hätten wahrscheinlich gehen können. Wir standen zwar nicht auf der Liste, aber wenn wir uns einfach gestellt hätten, dann hätte man es wohl kaum zurückgeschickt. Aber unser kluger Vati wollte es nicht haben. Es ist besser, wenn ihr vorläufig noch bleibt. Da, wo wir hingehen, kommt man zeitig genug hin. Wir haben damals nicht viel Worte gemacht, es war viel zu tun. Packen, packen. Damals wusste man noch nicht, dass einem sowieso alles abgenommen wurde. Vati tat nichts weiter, als seine bzw. anderer Leute Angelegenheiten zu regeln und abzuschließen. Denn es wäre ja nicht unser Vati gewesen, wenn er einfach alles hätte liegen lassen. So arbeitete er, tippte und diktierte bis tief in die Nacht hinein. Mir hat er gesagt, ich soll auf ihn warten. So nahm ich mir ein leeres Notizbuch und einen Bleistift in die Hand und saß mit Mutti im Nebenzimmer und wartete. Mutti weinte und weinte, unsere arme, liebe, gute Mutti, sie hatte solche Angst. Vati schrieb noch 3 Briefe, bevor die Nachrichten stoppten. Er schrieb in diesen Briefen nichts Sachliches, nichts über die Verhältnisse, nur am Ende des Briefes, schickt Nahrungsmittel. Und in seinem letzten Brief stand der Psalm, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wannen mir Hilfe kommt. Daran habe ich oft gedacht, wenn es mir schlecht ging. Ja, ich will nun wieder zurückgreifen. Um 2 Uhr nachts kam er endlich und rief mich. Vati war in dieser Nacht um 20 Jahre gealtert. Er diktierte mir in mein Buch, was ich alles zu machen hätte, wie die Miete bezahlt wird und wie das Gas bezahlt wird und an wen ich alles zu schreiben habe. Und er gab mir eine Vollmacht, seinen Namen an seiner Stadt zu zeichnen. Ich verlasse mich auf dich, Anita. Du weißt, Vati hat sich nicht so schnell auf jemanden verlassen. Ganz nebenbei erwähne ich, dass ich, glaube ich, alles Technische damals gut erledigt habe. Hatte viel Unannehmlichkeiten mit dem Finanzamt, das uns sogar bis ins Gefängnis verfolgt hat. Aber das ist alles überholt und erledigt. Mir ist klar, dass ich in dieser Nacht vom 8. zum 9. April 1942 nicht nur die Verantwortung für Miete und Gas übernommen habe. Diese Nacht war damals sehr entscheidend für mich, obwohl mir erst später die wirkliche Bedeutung ganz bewusst geworden ist. Ja, wir sollen nicht aufhören, unseren Eltern zu danken und so zu leben, als ob sie uns immer sehen könnten. Ich könnte diese Ereignisse heute nicht besser beschreiben. Ich bezweifle, dass man uns damals diese Reise verweigert hätte, wenn wir tatsächlich darauf bestanden hätten, mit den Eltern mitzugehen. Trotz unserer momentanen Unabkömmlichkeit als Klopapierfabrikanten. Aber erst heute, nachdem ich selbst Kinder habe, kann ich wirklich verstehen, was meinen Vater der Entschluss gekostet haben muss, de ne pas corriger la fortune. Wäre mein Vater damals nicht seinem Instinkt oder was immer es auch war gefolgt, würde ich heute nicht darüber schreiben. Als ich nach dem Krieg nach London kam, ging ich in die Wiener Library, das ist eine Dokumentationsstelle über die Judenverfolgung, gegründet von Dr. Alfred Wiener, und erfuhr dort, was das Schicksal dieser und ähnlicher Transporte war. Das Endziel war Ibiza, nahe bei Lublin. Dort haben die Menschen ihre eigenen Gräber graben müssen und sind dann nackt in diese Gräber geschossen worden. Es ist wohl verständlich, dass ich mir selten den Luxus erlaube, meiner Fantasie, was die Ermordung meiner Eltern betrifft, freien Lauf zu lassen. Nun waren Renate und ich also allein. Im Grunde waren das genau die Ereignisse, die wir damals gefürchtet und erwartet hatten. Dennoch hatten wir wohl im Innersten in einer ganz kleinen Ecke immer noch die Hoffnung gehegt, dass es letzten Endes doch nicht dazu kommen würde. Wir gingen nach Hause und nahmen unser alltägliches Leben wieder auf, mit doppelter Verbissenheit, uns nicht unterkriegen zu lassen. Als Nächste stand meine Großmutter auf der Deportationsliste. Sie war damals 82 Jahre alt. Ich erinnere mich genau, wie ich ihre verschiedenen Medikamente in einem Säckchen um den Hals gehängt habe, bevor ich sie zum Sammelplatz brachte. Sie hat Gott sei Dank überhaupt nicht verstanden, was da eigentlich mit ihr passierte.
Sie bewahrte ihren Stolz und ihre Würde bis zum letzten Moment. Der Sammelplatz war ein Schulhof und ich stand neben ihr, bis man ihren Namen aufrief und wurde Zeuge einer sehr eindrucksvollen Szene. Ein Gestapo-Mann saß an einem Tisch und rief die Namen der Opfer auf, die dann an dem Tisch beigehen mussten, um registriert zu werden. Und der Mann rief Lasker. Worauf meine Großmutter an den Tisch ging und Frau Lasker zu ihm sagte. Ich war sicher, dass er ihr einen Fußtritt geben würde, aber keine Spur. Der Mann sagte ganz einfach Frau Lasker. Ich war sehr stolz auf meine Großmutter. Ich hoffe, dass sie nicht zu lange hat leiden müssen. Ein weiteres Zimmer wurde von der Gestapo versiegelt und jetzt waren wir also vollkommen allein. Wir lebten in einer Art Vakuum. Niemand kümmerte sich um uns und wir hatten niemanden mehr, um den wir uns kümmern mussten. Renate und ich mussten in ein Waisenhaus gehen und wir waren zum Arbeitsdienst eingezogen. Im Oktober 1941 schrieb ich Folgendes an meine Schwester Marianne nach London. Du wiegst dich sicher bisher noch im Glauben, dass ich doch noch in einem Laboratorium untergekommen bin und fleißig Blut und Sputum untersuche. Aber stattdessen bin ich nun in einer Papierfabrik gelandet und diene der Allgemeinheit, indem ich Klopapier mit Etiketten versehe. Darin habe ich eine Fertigkeit bekommen, wie ich sie wohl auf dem Cello niemals erreichen werde. Ich klebe täglich durchschnittlich 5000 Rollen, arbeite in 2 Schichten, 6 bis 2 und 2 bis 10 und habe eine Anfahrt von circa einer Stunde. Renate arbeitet in einer anderen Abteilung, bei den Servietten. Das ist bedeutend angenehmer, allerdings mit längerer Arbeitszeit und sie muss jeden Tag, meistens auch Sonntag, um 4 Uhr aufstehen, wenn ich immer eine Woche ausschlafen kann. Na, die Arbeitskräfte in dieser Fabrik waren Juden, Polen und französische Kriegsgefangene. Die Vorarbeiter waren Deutsche und dort begannen wir unsere Tätigkeit, die schließlich zu unserer Verhaftung durch die Gestapo führte. Unnötig zu erwähnen, dass es streng verboten war, mit den Kriegsgefangenen zu sprechen, aber sowas störte uns nicht weiter. Wir waren ziemlich freche Kinder. Ich erwähne, dass wir beide Französisch sprachen. So dauerte es nicht lange, bis eine Art Verständigung hergestellt war. Anfangs ziemlich primitiv. Aber schließlich entwickelten wir eine geradezu geniale Methode, Nachrichten auszutauschen.